Wir haben gehört, was Sie sagen. Wir haben es wahrgenommen. Aber wir bitten Sie jetzt, endlich den Raum zu verlassen. Die Diskussion hatte noch nicht begonnen und diese Demonstranten wollten sie auch gar nicht starten lassen. Der Grund heißt Volker Münz, kirchenpolitischer Sprecher der AfD. Auch er war von der Katholikentagsleitung zu einer Podiumsdiskussion eingeladen worden. Das hatte innerhalb der katholischen Kirche seit Wochen für Streit gesorgt und jetzt zu diesem Zwischenfall. Auch vor der Halle in Münster gab es Proteste von rund 1000 Demonstranten. Wir stehen hier gerade vor der Halle Münsterland. Es haben eben etwa 1100 bis 1200 Menschen gegen die AfD hier in Münster demonstriert am 12. Mai 2018. Das fand ich absolut großartig. Also es waren wirklich viele junge Leute auch da und auch ältere Leute. Also eigentlich viele Münsteraner. Das ist für eine lokale Demonstration auch durchaus gut von der Besucherzahl, würde ich sagen. Ein Skandal ist natürlich, dass der Kirchentag hier auf den Druck der Straße auch nicht reagiert hat im Grunde und weiterhin den Rassisten von der AfD hier ein Podium geboten hat. Das ist natürlich auch historisch ein Skandal, auch wenn man sich überlegt, dass natürlich die katholische Kirche historisch ja auch eine Mitschuld auch am Nationalsozialismus trägt, wenn man es genau betrachtet. Der Vatikanstaat war der erste Staat, der das Dritte Reich anerkannt hat. Das hängt mit dem Reichskonkordat ja auch zusammen. Das heißt, die katholische Kirche und das nationalsozialistische Deutschland haben ja ein Bündnis geschmiedet, direkt 1933, was auch die Kirchensteuer dann zur Folge hatte. Und die Kirche, auch wenn sie sich gerne so darstellen, als ob sie Widerstand geleistet hat. Auch ihr Kardinal von Galen in Münster war kein Widerstandskämpfer. Er hatte den Terror gegen die Kommunisten, gegen die Juden, das hat ihn überhaupt nicht gestört. Erst hinterher, als katholische Schwerstbehinderte praktisch umgebracht wurden von den Nazis, hat er Protest geäußert. Aber ihn hier auch in der katholischen Kirche als Helden darzustellen, ist natürlich infam. Und es ist auch infam, dass die katholische Kirche hier den Rassisten von der AfD ein Podium bietet. Und von daher finde ich das super, dass heute so viele Menschen hier gekommen sind und dagegen demonstriert haben. Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus.